Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Golden Sun. Ja, wir sind hier immer noch auf der Schatzinsel. Und wir müssen versuchen, irgendwie hinüberzukommen. Und das wird uns bestimmt gelingen. Hoffe ich zumindest. So, und zwar indem wir diesen Stamm da oben hin platzieren. Stimmt das? Jo. Und die beiden machen wir wieder daran. Dann sollte das auch genügen. Obwohl, den hätten wir jetzt gar nicht schieben gebraucht, aber was soll's, haben wir jetzt gemacht und wir erhöhen den Wasserstand. So. Ja, das giftgrüne Wasser sieht nicht sehr einladend aus, selbst bei 40 Grad Hitze. Ups. Okay. Nochmal zurück. Nochmal zurück, bitte. So. So, nochmal absenken lassen. Wir müssen es eine Etage noch runterschieben. Dass es erstmal oben ist, aber eben so. Gut. Zwischenkämpfe gibt es hier keine, bis auf die Wächter, die die Türen bewachen. Aber ansonsten keine. So, Wasser wieder erhöhen. Und ja, also leveln kann man hier an sich nicht, außer man besiegt die Gegner, die die Türen bewachen. Hier ist noch eine Kiste mit einem Heiltrank. Okay. Gut, hier haben wir auch alle Kisten. Und eine Abkürzung bitte schaffen. So, ich werde alle wieder auf Bereitschaft stellen. Damit wir wieder schön beschwören können. So. Gut. Denn gleich kommt ja wieder der nächste Wächter. Im sechsten... In der sechsten Etage, glaube ich, sind wir schon. So, Beschwörung. Gericht. Beschwörung Meteor. Beschwörung Tor. Und Beschwörung Boreas. Erstmal Tor. So, zack. Gut, hat schon mal ordentlich abgezogen. Okay, die Gegner greifen an. Machen ordentlich Schaden. Aber die haben schon abgegeben. Das heißt, wir können jetzt durchpowern. Mit Gericht. Ah, wir sind vergiftet. Okay. Boreas. So, die stehen immer noch. Und Meteor. So. Gut, das haben sie jetzt nicht mehr standgehalten. Alles klar. So, dann möchte ich mich bitte erstmal vom Gift lösen. Das kann Mia machen. So. Ganz genau. So, was haben wir denn hier für ein Rätsel? So. Ja, so. Gut. Da ist jetzt eine Kiste, die holen wir uns später ab. Erstmal Verschieber. So, dann noch einmal. Und hier noch einmal. So, ganz genau. So, gucken wir erstmal. Hier oben ist nichts, alles klar. So, dann die Kiste erstmal. Ein Elixier. Das Elixier werden wir gleich mal abgeben. Genauso wie den Psy-Kristall. So. Gut. Genau. Dann hier hinunter. Hier hinauf. Und Surprise, Surprise. Der letzte Djinn.
Er ist noch etwas schüchtern. Aber das macht so gut wie fast wenig. Ah ne, hehehe. So. Und... Also... Man muss so runter. Alles klar. Gut. Ah ja, gut. So. Aha, aha, aha. Da kommen wir so wieder hoch. Ist gut. Dann machen wir erstmal Frost. Damit wir eine Eissäule hier haben. Genau. Und so kommen wir jetzt erstmal zur Kiste. Mit 666 Münzen. Und auch zum Djinn. Aua. So. Dann können wir hier wieder runter. Und verschieben noch ein bisschen. So. Mal schauen, ob der Trick funktioniert. Müsste eigentlich. Natürlich nicht. War ja klar. Gehen wir erstmal den Djinn hinterher. Wo will er denn noch hin? Da ist er jetzt. Gut. Hinterher. Das ist nur zeitaufwendig. Und jetzt Trick 17, Erstarrung. Und bitte, komm zu mir. Venus Djinn Carsten, glaube ich, hieß du? Carst, naja. Da war ein EN zu viel. Aber das macht nichts. Eieiei. So, nun zu der Kiste. Ich komme so nicht lang. Aha, Gut, dann mache ich erstmal Verschieber. So. Hinunter. Dann ein bisschen schneller hier. So. Also. Gut, ich habe den Fehler gefunden. Verschieber nochmal zurück. Das muss ich hinter mir dann dicht machen. Obwohl, ach doch, geht. Geht. Hat alles seine Richtigkeit. So. Und nochmal Verschieber zu uns. Zu uns. Danke. Okay, wie das hier läuft, weiß ich jetzt nicht. Muss ich nochmal gleich gucken. Zumindest holen wir erstmal die Kiste da. Lebenswasser. Wer hat Lebenswasser? Keiner. Okay. So. Ich müsste eigentlich auf die Plattform da. Komme ich aber nicht. Weil da noch ein Block im Weg ist. Oder? Richtig. Ist irgendwas noch versteckt? Ist auch nicht. So. Wie machen wir es jetzt am blödesten? Also ich müsste das eigentlich so ranschieben. Genau. So, aber da ist ja jetzt nichts. Da ist ja gar nichts. Eieieiei. So, das kann wieder weg.
Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Aber da muss ich doch irgendwie hinkommen. Ich meine, von der Leiter aus geht's ja auch nicht. Dass ich hier einfach runtergehe. Doch, geht. Warum hast du erst nicht gemacht, du Vogel? So, die Dämonenaxt, die werden wir jemandem geben. Und zwar 50 Punkte um... Die Dämonenaxt geben wir ihm. Okay, er ist jetzt verflucht. Okay. Aber das macht, glaube ich, gar nichts. Dafür ist die Waffe übelst stark. Gut. Ja. Machen wir hier noch die Abkürzung. So. Und die nächste Etage. Etage Nummer 7. So. Gut. Vielleicht noch auffüllen. Ein bisschen. Na, wir haben ja noch Heilkräuter. So. Können wir auch mal benutzen. Brauchen wir nicht immer die Psy-Energie benutzen. So. Gut. Ein bisschen aufgestockt wieder. Und der nächste Kampf. Zwei Erdechsen. Gut, dann machen wir Gericht, wir machen Meteor, wir machen Thor und Boreas. So, bitte, euer Auftritt, Leute. So. Hat schon mal ordentlich Schaden gemacht. Gericht. So. Okay. Heilwasser können die. So, Boreas ist jetzt im Angriff. Ja, hat auch ordentlich Schaden gemacht. Garrett ist gefesselt. Okay, greife ich nochmal so an. Epizentrum. Uiuiui. Gut, dann mache ich doch nochmal lieber eine Beschwörung. Und zwar Ostara. Du machst Meteor. Du machst Atlanta und Neptunoid. So. Na, kommt schon. Ihr habt doch nicht mehr so viel Energie. Richtig. Oh, Garrett und Ivan sind gestorben. Das ist natürlich nicht gut. So. Mia ist Level 26. Das ist gut. So. Aha. Okay, erholen sich. So. Genau, jetzt ist Phoenix auch wieder da. Gut. So, jetzt zu den einzelnen Dingen. Okay, das kann ich schon mal verschieben. Moment. Eins after dem anderen jetzt mal. So. Aha. Okay. Das Rätsel scheint nicht vom Pappe zu sein. Aber mal schauen, wie es geht. Ich probiere erstmal was. Mit Telekinese kann ich es bestimmt nicht hochheben. Nicht hochheben.
Nicht hochheben. Okay. Ist vielleicht Enthüllung irgendwas? Nein. Okay, das verwirrt mich jetzt. Das verwirrt mich jetzt. Das ist nicht gut. Ganz und gar nicht. Weil irgendwie muss ich ja da hochkommen, ne? Und ich kann ja nicht fliegen. Tarnkappe nützt eine Kraftwelle. Ach, nicht doch. So. Kraftwelle. Nützt nichts. So, was haben wir noch? Na, sonst haben wir ja nichts weiter. Moment, mache ich jetzt mal so ran. Und, oder kann ich es mit Fänger irgendwie machen? Mit irgendeinem ging das. Da konnte man die erhöhen. Ich mach mal Fänger. Nein. Dann mach mal Telekinese nochmal. Geht auch nicht. Eieiei. Regen? Auch nicht. Frost. Geht natürlich auch nicht. Dann machen wir Erstarrung. Nützt es was? Nee. Nee, nee. Ja, aber wie soll denn das gehen? Ah, ich werde den Raum nochmal verlassen und nochmal neu starten. Ich werde mal gucken, wie das Ganze funktioniert. Ich sage auf jeden Fall an dieser Stelle, bis zum nächsten Part. Ciao, ciao. Bis dann.